Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Amalur, Kingdoms of Amalur und hier Reckoning. Und unser Held ist gerade hier und ich habe gerade geguckt, deswegen war ich ein bisschen abgelenkt. Wir wollten zu Marga. Oh ja, und die ist da. Man weiß ja nie genau, auf welcher Ebene man sich befindet, ob man da immer hinkommt. Ja. Aber hier ist der direkte Weg und da ist Marga. Mit der sollten wir sprechen. Sie wurde von dem anderen Teil des Turteltäubchenpaares verlassen. Ja, man sieht es hier an der Farbe. Hier ist ein Übergang. Das Dunkle scheint oben zu sein und das Helle sieht nach unten aus. Mal sehen, ob das stimmt. Okay, dann warten wir mal speichern und dann Marga anquatschen. Nein? Ach, glaub's ruhig. Es ist etwas passiert, nicht wahr? Ich sehe es euch an. Habt ihr Oren gefunden? Ja. Tja. Oren war keine Antilope. Ich sage ihr lieber, sie soll nach Hause gehen. Ja, naja, und dann willst du trotzdem wissen, warum, oder? Tja. Naja, sag, was du willst. Er wurde von Jotun Nein, gegessen. Komm. Nö. Mal, wir könnten auch das sein, was er gesagt hat. Naja, meine Eltern haben Oren eigentlich nie gemocht. Ich finde bestimmt etwas Besseres. Ja, vielleicht. Da war dieser eine Junge. Glaubt ihr auch, dass ich etwas Besseres finde? Klar, so niedlich, wie du aussiehst. Ich will einfach nur nach Hause. Vielen Dank. Naja, es war ganz gut. Oh, die Silberkette und den Ring hat sie uns wieder abgenommen. Na und? Oh. War doch froh. Obwohl, die haben sowieso nichts wahrscheinlich nicht gezählt. Ich vermisse meine Familie. Ich will einfach nur nach Hause. Warum bin ich Oren nur in diesen verfluchten Wald gefolgt? Genau, das war nicht sehr klug. Sei froh, dass du noch lebst. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zusammen aber zu sein. Sagen, Florian, aber er hat nie irgendetwas ernst genommen. Ihr habt recht. Ich sollte einfach wieder nach Hause gehen. Hier, frag mal Turin und Jedda. Ja. Turin ist tot? Und da rege ich mich hier über Oren auf. Das ist alles so schrecklich. Warum haben wir uns nur je auf Jeddas albernen Plan eingelassen? Tja, es klang so gut. Naja, ich fand nicht, hier liegen überall die Schätze herum. Man muss sie nur einsammeln. Ja. Hätten wir doch nur nie auf Jedda gehört. Kein Schatz der Welt ist das hier wert. Genau. Na gut. Gruß dir, Eltern. Die Antilope. Da rennt sie. Oren, die Antilope. Ja. Zum Glück hat man diese Antilope nicht gegessen. Wir konnten es gerade noch verhindern. Na schön, dann werden wir jetzt mal zu Jedda gehen. Ja. Und ihr die Scroll geben, die Schriftrolle. Immer schön nach Steinen Ausschau halten. Und nach jedem Kobold. Ja, Pepe regeneriert er jetzt nicht mehr. Seitdem er die neue Rüstung hat. Ja, Mannermangel, akuter Mannermangel. Oh, es ging ja noch. Ja. War ja nicht so schlimm. Zum Glück. Noch mehr? Nö, schade. Aber hier ist eine Truhe. Ja. Ja, aber ich glaube, dass diese Zutaten, die nehmen keinen Platz weg, oder? Nein, soweit ich das mitgekriegt habe, nehmen die keinen Platz weg. Kann natürlich sein, dass der jedes Stück einen Platz wegnimmt. Denn wir haben im Inventar, haben wir ja bei Gegenständen, diesen Gemmernbeutel, wo die ganzen Scherben drin sind. Oder Reagenzien. Wo die alle drin sind. Also das müsste ich nochmal gucken, ob die auch einen Platz wegnehmen. Nun ja. Das müsste ich mal gucken. Ach, ist aber wirklich in allen Spielen das Problem, ne? Ja. Man so viel mit manchmal geht es nach Gewicht, manchmal geht es nach Stück, aber begrenzt ist es so gut wie immer. So, da sind wir wieder an der Brücke. Da ist Jedda.
Ja. Sie hat sich nicht von der Stelle gerührt. Wo sind sie nur hin? Ja, wo sind sie wohl hin? Ich kann nicht glauben, dass Turin Alle tot weg. Ist. Aber damit kann ich mich jetzt auch nicht beschäftigen. Genau. Danke, dass ihr mir diese Schriftrolle zurückgebracht habt. Ihr ahnt ja nicht, wie wichtig sie ist. So. Bitte, ja. Ich kann nicht. Ich muss klar denken. Ich muss in diesen Wäldern etwas erledigen. Anschließend, später, ich werde alles wieder in Ordnung bringen. Ach ja, willst du ihn zum Leben erwecken, oder wie? Ja. Wow. Alle Achtung. Oh. Jetzt kommt da schon ein Wolf. Hey. Wollte er sich Jedda holen. Und auch noch ein Giotto. Und noch ein Giotto. Nein. Man sieht dich ja gar nicht. Zum Glück sind die so langsam. Da hinten ist noch was. Da ist noch ein Feind. Was ist das? Das Rote. Erstmal gucken. Da ist noch einer. Noch einer. Noch einer. Guck mal, das ist ja verseucht von diesen Dingern. Hey. Aua! Was machst du denn mit uns? Ja, der aufgeladene Schlag, der gefällt mir auch ganz gut. So, der eine hat auch noch was da gelassen, glaube ich, oder? Ja. Der glitzert. Ich guck nur hier, das ist sowas wie eine Brücke hier. Ja. So, einmal, der hat ein bisschen Gold in der Tasche. Der und die Kleine, die steht da und lässt sich und überhaupt die steht nicht da und ein bisschen beunruhigt. Die können wir gleich. Na, langsam kommst du wieder an deine Grenze. So, hier ist kein Stein zu entdecken. Nee, hier auch nicht. Okay, dann gehen wir Blümchen pflücken. Ja, eine Blume brauchen wir noch, glaube ich. Ja, ach so, ja, das wollte ich doch zeigen. War das unter Effekte? Nee, hier natürlich nicht. Hier auch nicht. Hier, Technik. Langschwert ist uninteressant, macht man nicht. Mhm. Aber hier, der Dolch, Schattenschlag. Ah, ist wirklich gut. Ich finde es auch mal gut mit diesen Bildern, ja, die wir haben. Das ist immer, wo sie mal zeigen, was der tut, ne? Dass man es gleich sieht. Ja. So gleich veranschaulich. Der hinterhältige Angriff. Batsch. Oh. Langbogen, Feinklingen, ja, haben wir ja nicht, Stab, Zepter haben wir auch nicht, aber hier Chakram, da haben wir den Mahlstrom. Ja, den habe ich ja auch schon gemacht, treffen. Ja, weil der geht ja rundum, das ist natürlich ganz angenehm. Ich habe schon versucht, aber ich muss da noch ein bisschen üben. Schattenfackel 1 und 2. Den habe ich ja auch ganz gern. Okay. Ist ja eben zurückgesprungen. Naja, aber rückwärts also können die wahrscheinlich ist, nicht. So, da ist unser letzter Kruselee. Ja. Jo. Da gehen wir hier hoch und dann am Rand, dann sind wir auf der gleichen Höhe. Genau. Da müsst ihr passen. Mhm. Also nach Norden und dann rechts und links. Gut. So, nach Norden, erste rechts und dann die erste links, habe ich gesagt. Mal sehen, ob das auch stimmt. Hm.
Warum probiere ich's immer? Klappt ja doch nicht. Oben drüber? Ach, da waren wir ja schon. Aber ich komme hier nicht hin. Die ist oben drüber. Ja. Ja, dann wirst du auf dem Weg geradeaus gehen müssen und dann entweder rechts oder links. Irgendwie musst du dann da ja raufkommen. Ich muss. Dann können wir ja gleich die. Ach so, die Halle der Briganten, die kennen wir ja sowieso schon. In die andere rein. Ja, ich muss. Ja, irgendwie auf den dunklen Sack gehen. Ja. Also entweder hier rum geht's nicht. Das, was ich, das, ist da das sieht was man ich die meine. Kante. Hm. Also muss ich entweder hier rum oder da rum. Ja. Die Seite kennen wir noch nicht. Gehen wir rechts rum. Von mir aus. Mit ein bisschen Glück findet man auch einen Stein. Hm. Ach, hier kann man ja runterhopsen. Ja. Na ja. Da müssten wir ja eigentlich hinkommen. Werden wir sehen. Spinne. Pfui, Spinne. Komm, stell dir mal die Spiele. Und da pass auf, weil ich vergiss die. Das tut ganz schön, naja, sagen wir so. Das schwächt dich irgendwo, glaube ich. Auf jeden Fall hast du ein paar Federn verloren. Auf jeden Fall werde ich bald mal wieder ein Trinklein trinken müssen. Diese Mistviecher. Na gut. Und die haben auch nichts mitgebracht. Das ist nochmal, das ist eine Unverschämtheit im Grunde. Ja, finde ich auch. Ich habe keine Reagenz, aber schon, dann kannst du ja gleich mal den Spinnenkampf üben. Aber wie gesagt, es ist ja nur eine. Pass auf dich auf. Du musst trinken. Ja, das war jetzt mal höchste Zeit. Ja. Dämlicher Giftspucker. Wir sind doch nicht im Ja, Netz, ich würde gerne eine Rückwärtsrolle machen in solchen Fällen, aber es geht nicht. Oh, guck mal, da ist die Grüße. Ja. Grüßerli. Ich kann immer nur Grüßerli vorwärts. Verstehe ich gar nicht. Ich wollte doch den Baumstamm hier. Klar. Ja, kostbar. 77 Gegenstände hast du jetzt. Ja. Ja, ich hätte zwischen den Folgen hätte ich eigentlich abladen gehen müssen. Ja, hättest du. Habe ich glatt vergessen. Ah ja, das ist kümmerer. Jetzt müsstest du zu Ostduin zurückkehren und da müsst ihr jetzt, der müsste uns jetzt zur Höhle schicken. Der Questmarker. Okay, ja. Guck mal auf die Karte. Ja, ja. Genau, da ist die Höhle. Brunort. So, wie kommen wir da hin? Wir müssen auf jeden Fall nach Osten und dann nach Süden. Ja, und bevor du dann da reingehst. Nee, das macht keinen Sinn. Was denn? Ich bin zu voll. Ja, wir haben doch, aber wir können doch nicht zur Höhle springen, oder? Ich glaube, wir kennen die. Ja, ich dachte auch, dass wir sie kennen. Guck doch mal. Die habe ich doch eingezeichnet. Da würde es sich ja vielleicht fast lohnen. Ja, die ist ja. Das heißt, wir können hinspringen. Wir können hinspringen. Das heißt, wir können jetzt auch zurückspringen und du kannst ablegen. Genau. Und aber das Ablegen machen wir aber. Da machen wir jetzt einen kurzen Cut. Was ist es immer verkaufen jetzt ablegen? Wir haben ja noch keine Kiste. Wenn es nur eine Kiste wäre, dann könnten wir ja gleich wieder zurück, könnten wir heute schon ablegen. Genau. So, aber so geht es nicht. Also kommen wir dann wieder zurück. Und wir sehen uns dann vorm Höhleneingang. So, okay. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Pepe hat einiges gemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt in der Lage ist, was zu sagen.
Und wir haben ja hier wieder Feinde, ne? Ja, hier stehen sie reihenweise drumrum. Vor dieser Aber Höhle. wir gehen einfach mal rein, ne? Ja, würde ich auch sagen. Wir lassen sie mal stehen. Gut. Nee, ich habe nur verkauft und habe festgestellt, ja, wir haben doch ganz gute Scherben. Wir können demnächst mal was gut füllen. Ah ja, gut. Woran hast du gedacht? An Regeneration oder sowas ähnliches oder wie? Ja, wir brauchen ja dringend Regeneration. Mal gucken, wie sieht das hier aus? Na, da ist okay, Ostuin ist da hinten. Genau. Aber vorher gucken wir uns natürlich hier mal um. Mal sehen. Ah, hier ist eine Tür, gut zu wissen. Natürlich nicht. Irgendwann kriegen wir auch mal Alchemie. Irgendwann, na gut. Bis dahin üben wir mal. Hier gibt's Abgründe und das war's. Okay, dann gehen wir mal weiter. Das war ja diese Tür hier. Schon toll gemacht. Ja, doch, doch. Ausgesprochen hübsch. Ja, nicht so vorpreschen. Immer schön nach Fallen Ausschau halten. Die sind ja überall so hinterlistig, aber... Ich glaube, hier... Gibt's wahrscheinlich hier auch keine sieht es noch ganz freundlich aus. Sieht sogar ausgesprochen freundlich ja, aus schön hier, aus. Aber ah, mal sehen, ob das so bleibt. Sieht aus, als müssten wir da oben hin. Dann laufen wir erstmal. Ostuin rum. Ist ja schon da. Rum. Seine roten Haare sind ja unverkennbar. Aha. Da hinten geht's auch weiter. Naja, aber ich würde sagen. Wir gucken uns erstmal hier um. Da ist erstmal nichts groß weiter. Na gut. Da ist er. Dann quatschen wir mal an. Genau. Die Chrysalen? Jede einzelne davon? Ihr seid ja ein zweiter Bruderill. Ich bereite meinen Teil vor, während ihr die Samen aussieht. Legt einen auf jeden Erdhügel hier. Seht ihr wo? Gut. Noch sehe ich nichts. Na, das sehen wir dann. Das haben wir ja gehört. Brauchen wir dich nochmal zu fragen. Ja. Verlasst mich und geht in Frieden, Kind. Was? Ja, total. Wirst du uns das jetzt jedes Mal sagen, wenn wir gehen? So, dass wir überall diese... Ja. Also leichter kann es ja eigentlich nicht sein. Okay, dann da. Wenn die alle gepflanzt sind, dann kommt ein Drache oder was? Tja, ich weiß ja nicht. Irgendwie habe ich da ein etwas ungutes Gefühl. Bevor du den letzten da reinsetzt, kannst du halt doch nochmal speichern. Auf jeden Fall. Da sitzt er. Stellt euch jetzt auf die Plattform, damit wir beginnen können. Hier. Aha. Da. Großartig! Einfach großartig! Ja, ja. So was haben wir uns fast getan. Einfach großartig! Dann die Elfen meine Blumen. Die Zeit ist gekommen. Erblüht meine Blumen. Nimm die mal irgendwann wieder auf. Denk dran, dass du manchmal auch was trinken kannst. Stehst doch da. Hört das jemand auf? Reichzauber! Hört mal. Ich hoffe. Es geht jetzt nicht.
Die ganze Zeit so weiter. Kommt da immer noch welche? Irgendwann müssen die doch aufhören. Bitte hören die auf. Pass auf. Stirb. Er blüht, ja, toll. Was? Weshalb bleibt ihr? Das ist aber nicht der Ablauf der Zeremonie. Ihr solltet euch den Elfen hingeben, so wie Boderil es immer getan hat. Aber seht sie euch an. Ihr habt sie alle getötet. Ja, haben wir. So, und? Kann ich in den Kreislauf? Diese Blumen waren Elfen. Natürlich. Was sollten sie sonst sein? Ihre Blüte ist so wunderbar. Ach ja. Hätten sie überlebt, toll. Hätten sie sich über Täler und Hügel verbreitet. Na, lieber nicht. Ein buntes Flattern von Flügeln, Schwänzen und Krallen. Gott, nein. Nein, bloß nicht. Und ich sollte sterben, oder was? Ihr habt zugestimmt, Boderils Platz einzunehmen. Dachtet ihr, damit fängt man an und hört dann einfach auf? Meine wertvollen Blumen sind tot, aber sie sind trotzdem erblüht. Eure Aufgabe kann immer noch erfüllt werden. Auf andere Art. So. Was denn? Das musst du gegen ihn. Hätte man vielleicht vermeiden können. Ja. Wenn du jetzt eben hättest überreden können. Das hätte ich gemacht, aber wolltest du ja nicht. Dann denk mal dran, dass du hoffentlich genug von den Heilsträngen hast. Ja, zum Glück. Das Ganze nicht wieder von vorne. Oh Mann, du wirst wahrscheinlich Ostin umbringen. Muss ich den auch noch. Du musst Ostin töten, oder? Kannst du den überhaupt töten? Das wird sich zeigen. Das geht überhaupt nicht. Du wirst es nie aufhören, wenn er nicht weg ist, oder? Hallo, Ostin. So. Aber sie jetzt alle? Und ihn auch. Aber er wird dir wieder in den Kreislauf kommen. Oder auch nicht. Und ehrlich gesagt, wäre mir das auch egal. Mir auch. Geh mit der Kultivation, ist ja nicht schlecht. So vergleichen wir erstmal. Ja, wir gucken gleich mal, was die macht. Och nee. Braucht man ja nicht. Was macht die? Und die Geh mit der Kultivation macht was? Wow. Plus 1 auf die ersten 2 Ränge freigeschalteter Macht, Raffinesse und Zauberfertigkeiten. Mhm. Ja, oder? Aber in die epische Fassung. Wir haben gar keine Teile mit epischen Fassungen. Aber ist egal. Irgendwann kriegen wir sie vielleicht. Und einen Stufenaufstieg. Ja, gelohnt hat sich's auf jeden Fall. Die paar Elfen, die haben nicht viele Punkte gebracht. Mit ihm zu kämpfen hat sich schon gelohnt, das stimmt. Aber. Da ist ein Schatzsack. Ich meine, sie sind wirklich etwas abartig, diese Ja, irgendwie sind Elfen. Die Elfen doch ein bisschen ja, sehr... Ja, klar, wenn für sie der Kreislauf wieder neu beginnt, dann ist es im Grunde ja, dass du jetzt ein Sterblicher bist. Das hat ihnen, sagt ihnen eigentlich nichts großartig. Nö. Ich meine, bei ihnen fällt es ja wieder von vorne an und... Das sieht gut aus, obwohl Macht 6. Naja, man wird sehen. Tja. Weichkrabbelpulver. Tja, selber schuld, wenn du stirbst und nicht wieder erweckt wirst. Hm? Jo. Du gehst einfach in den Kreislauf, nur und? Nächstes Mal spielen wir es dann wieder. Ja. Dummerweise gibt es für uns keinen aber Kreislauf. Und wenn du einen Auftrag von so einer Elfe annimmst, von so einer Feie, meine ich, dann solltest du vielleicht mal ein bisschen mehr hinterfragen. Ja? Ich habe, glaube ich, alles abgefragt, was ja, es abzufragen ich war. Ich weiß schon. Das war jetzt auch nur Spaß. Ja. Weißt was? Ich gehe jetzt raus und wir setzen uns mal ein paar Runen rein. Gammon meinst du? Gammon meine ich natürlich. Ist das... Mann. Da. Ich meine, wir müssen hier aber auch nochmal reingehen, weil hier sind ja noch einige Feinde. Ja, wir müssen auf jeden Fall vormerken, dass wir die noch fertig machen müssen. Aber jetzt will ich erstmal vor allen Dingen eine Regenerationsrune haben. Na gut.
ist ja auch nicht ganz unwichtig. Das ist mir jetzt das Allerwichtigste. Ja. Ja, du musst sonst auch immer so unglaublich viele schlucken von diesen Heizschränken. Genau. Ich meine, während des Kampfs musst du sowieso schlucken, aber ich meine, du gehst ja oft schon in den Kampf. Ja, auch während dem Kampf kann man ein bisschen wegrollen, ja, genau. Um sich wieder ein bisschen zu erholen. Ja. Ja, sind die ja immer noch. Ja, die nehmen wir mit, wenn wir wiederkommen. Ja. So. Ja, gehen wir einfach mal wieder nach Diedenhell, da ist ja nicht weit hin. Ja, dieses Gewerkhaus, also das ist genau. Ja, ganz gut. Und diese Halle ist auch ja, ganz praktisch. Ja, ja. Hä? Achso, du kannst ja deine Stufen auf. Du hast ja schon wir wieder sind doch keine. Nein. Ach, das ist immer noch alles. Ja, ja. Ich meine, Sie haben ja recht, du kannst auch hinterher noch sagen. Kann ich euch helfen? Och, im Moment eher weniger, danke. Dann speichern mal. Ja. Herstellen. Also, als Wichtigste ist eine Funktionsgemme. Und das habe ich schon probiert vorhin. Eine physische und eine Schutzscherbe. Aha. Das gibt zwei Lebensregenerationen. So. Ja, nicht übel. Weiter. Und dann machen wir uns noch eine Rüstungsgemme. Da muss ich jetzt erstmal in meiner schlauen Liste nachgucken. Ach, hast du eine Liste gemacht? Ja. Ah. Das ist. Guck mal. Guck mal, was gibt das und das? Körperresistenz. Ja. Was ist eine Makulo? Element. Schutzscherbe, was ist das denn? Die immer mal Feuerscherbe, Blitzscherbe und Eisscherbe, das wird. Achso, das ist immer eine Kombination. Die können schützen, die können aber auch Schaden austeilen. Kommt darauf an, welches die nächste, die andere ist. Ja, hier, das macht Feuer. Ja. Das ist Resistenz, macht Feuerresistenz. Feuerresistenz, ja. Gucken wir mal. Schutz und physisch. Körperresistenz. Was willst du denn überhaupt haben? Aber ich will eigentlich die Rüstung erhöhen. Oder elementar. Probieren wir mal Blitz und Feuer. Zurück. Blitz. Und ja, 9% Elementarresistenz. Mhm. Mach mal. Gut. Dann gehen wir mal ans Einfassen. So, da müssen wir gucken. Und die Handschuhe? Die hast du an, ja. Die Handschuhe, ja, die scheinen ganz gut. Und Schild hast du ja so gut wie nie an, also. Das habe ich, das Schild habe ich immer an. Ach, hast du immer an, und, ja. Und, ja. Aber ich, ja, machen wir mal in die Handschuhe rein. Mhm. Okay, so, den wollen wir reinmachen, bestätigen, ja, okay, und dann haben wir ja noch
die Elementarresistenz gemacht. Mhm. Und das wollen wir auch bestätigen. Hervorragend, gefällt mir gut. Mhm. Und wie sieht das jetzt aus? Rüstung? 136, Rüstung. Ach, was sind die Besatzlederhandschuhe, sind jetzt blau geworden? Und jetzt sind sie blau geworden. Ah ja. Jetzt haben wir hier noch eine Fassung frei, aber wir haben jetzt plus 2 Lebensregeneration pro Sekunde. Gut. Das ist wirklich wichtig. Wir hatten vorher auch nicht so schrecklich viel Lebensregeneration, aber man konnte es auf jeden Fall positiv wahrnehmen. Ja, auf jeden Fall. Dass du dich immer wieder regeneriert hast. Uns hat schon gefehlt. Sehr schön. Ja. Ja, das ist auch mehr, viel mehr können wir jetzt auch nicht machen, wir sind eigentlich fertig. Einen Stufenaufstieg hast du noch nicht überlegt, machst du dann Anfang der nächsten Folge oder wie? Oder weißt du schon, was können du wir jetzt willst? Machen? Wir. Ja, bist ja adept schon. Da sind wir schon hier. Mhm. Naja, da brauchen wir 2. Nee, ich glaube, wir gehen jetzt mal auf Schmiedekunst. Gut. So, dann machen wir die Schmiedekunst, ja. Weil vorher, bevor man da nicht mindestens 4 hat, kann man es sowieso vergessen. Okay, bestätigen dann. Okay, dann geht's hier weiter. Dann bauen wir unsere Chakren weiter aus. Ja. Wieder wie gehabt. Wir machen ja echt, ich meine, die Dolche sind auch spitzenmäßig, aber die Chakren sind ja nicht auf 6. Dolche sind, glaube ich, schon auf 6. Ne? Ja, die Dolche haben wir schon auf 6. Die sind schon voll ausgebaut. Die Schattenfackel ist auch schon voll. Also dachte ich mir halt noch eins weiter. Ja. Dann machen wir jetzt die Chakren voll. Und sorgen dafür, dass wir mehr Mana haben. Mir geht jedes Mal das Mana aus, wenn ich die Schattenfackel mache. Weil die frisst ja doch 45 Mana weg. Gut. Und das lassen wir wie gehabt. Gut. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Ja. Okay. Wir haben nicht viel eingesammelt, aber was ich habe, kann ich gleich mal verkaufen. Genau, okay. Okay, bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.